50 davon verkauft. Gott sei Dank habe ich mir 1000 Euro gespart, ja. Und ja, so eine Wirecard habe ich gekauft gerade gestern oder was, also weil das war nach diesem, als Son also am Montag, als am Sonntag die Hausdurchsuchung bekannt wurde, sind die Leute in Panik verfallen, meiner Meinung nach, und sowas nutze ich immer sehr gerne, weil In ich einfach Panik auf verfallen. Fundamentals gucke, und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft. Sehr schön, antizyklisch. Auf Tencent muss ich sagen, denke ich auch schon länger. Ja, Panik, in Panik verfallen. Was sagt uns das? Ja, super, jetzt habe ich natürlich hier wieder genialerweise den Chart verworfen. Ich wollte ja ein richtig geiles Video machen mit euch. Und wieder nicht verbreitet. Ah ja, hier ist der Chart. 55% im Minus! Juhu! Vorgestern nachgekauft. Ich nicht. Ja, ein Multitrillionär hat das gemacht, wie eben gerade gehört. Und ich habe mir dieses Video gestern etwas verspätet angeschaut von Mission Money. Und ich hatte Wirecard, hatte ich ja 35 Stück im Portfolio und habe vor 2 Wochen habe ich 20 davon verkauft. Gott sei Dank habe ich mir 1000 Euro gespart, ja. Weil jetzt ist es mal krass, eben die Position, also hat sich mal eben krass halbiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe. Aber mit der Kohle, die ich da verkauft habe, wo ich für 95, 96 € oder so, 20 Stück, das sind 2000 Euro, da kriege ich jetzt doppelt so viele dafür. Ich habe meine Kauforder bei 36 € gelegt. Also wenn der Ding nochmal runtergeht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist mir auch vollkommen Schnurz. Ja? Ich habe auch überhaupt keine Zeit, mir da wegen ein paar Euro irgendwie da rumzulesen oder so. Ich finde es halt nur genial, ne? Weil vorgestern, tja, vorgestern, wir können es da gerne mal abspielen. Ich finde es so geil. Führenden Vom Unternehmen, die Timing. ich Das da Timing. so gekauft habe, bei 5 Milliarden im Gesamtwert. Und ja, so eine Wirecard habe ich gekauft Gestern schaue ich gerade mir das an. gestern oder was, also Gestern weil das Abend. war nach diesem, als Son also am Montag, als der am Sonntag Also sprich, vorgestern hat er gekauft. die Hausdurchsuchung bekannt wurde, sind die Leute in Panik verfallen, meiner Meinung nach. Und sowas nutze ich immer sehr gerne, weil ich einfach auf Fundamentals gucke, und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft. Genial. Also ich schaue auch immer gerne auf Fundamentals und super interessantes Interview. Könnt ihr euch gerne in der voller Länge anschauen bei Mission Money. Ich verlinke euch den Link hier unten gerne. Also wie gesagt, ich bin auch mal sehr, sehr, sehr gut, sehr gerne bei den Fundamentals dabei. Und spare mir eben mal kurz 1000 Euro. Ich hatte den Finger schon am Abzug hier. Ja, an der Maus. Ach, soll ich nicht doch wieder Wirecard nachkaufen? Dann war die Wirecard aber gestern über 103 € und ich hätte sie ja quasi verringert die Position um 2/3 bei 96 € und mir gedacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Höher nachkaufen wieder. Ja, bleib mal schön bei deinen eigenen Strategien und bei deiner eigenen Meinung. Bang! Ja, mal eben kurz XY 1000 € nicht verloren. Aber wie gesagt, Leute, ich will es damit auch belassen bei dem Video. Schaut auf die Fundamentals. Ja, also. Immer schön auf die Fundamentals schauen und wer weiß, vielleicht fällt die Wirecard ja nochmal um 50%. Ja, ich fühle mich gerade wie im Casino hier. Schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Vielleicht fällt sie ja nochmal auf 20 €. Noch besser, Digga. Aber wir können ja hier mal schauen. Wir haben ja hier wahrscheinlich irgendwie Widerstände und so weiter bei 36, ja genau. Also, naja, das ist ja 46 und so weiter, 45. Ich habe bei 36, 37 habe ich eine Kauforder gesetzt. Und mal schauen, was daraus wird. Das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ja, habe mir eine Menge Kohle gespart, indem ich letztendlich meinen
meine Zweidrittelreduzierung nicht wieder rückgängig gemacht habe gestern, nachdem ich dieses Video geschaut habe, dieses Interview. Und da sage ich mir auch mal wieder, why the hell did I watch this video? Zu Deutsch, warum zum Geier habe ich auch überhaupt nur eine Minute Zeit aufgewendet, um irgendwelche beschissenen Videos zu gucken, die mich dann eventuell beeinflussen auf eine Art und Weise, dass ich meine Kohle verliere. Ja? Make up your own mind, guys. Ja, mach deine eigene. Also ich rede jetzt gerade mit Selbstgespräche. Vielleicht die einen oder anderen von euch haben das Video gestern gesehen und nachgekauft. Ja, okay. ich glaube, das Video hatte bis gestern bereits 60.000, 40, 50.000 Views. Wenn nur 10% davon Wildcard gekauft haben oder nur 1%, dann gute Nacht. Auf jeden Fall reicht es mir schon wieder. Das soll es gewesen sein zum Thema Wirecard. Ich habe insgesamt nur ganz wenig Aktien. Ich traue der Situation 0,0. Ja? Und ich habe meinen Negativ-ETF auf dem S&P und auf dem DAX, den lasse ich mal schön da liegen. Ja? Vielleicht kommt ja noch der zweite Crash. Bis dahin, tschüss.